So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Holland bei der Firma Gorter Racing. Im letzten Teil habt ihr gesehen, mein Limo Billet Diff, das liegt da hinten irgendwo. Jetzt gehen wir aber noch tiefer in die Materie ein und gucken uns mal so an, was hier alles so gefräst wird, weil ihr könnt hier schon erahnen, muss man hier so seitlich von hier so René reinfilmen. Ah, alles was 5-Zylinder ist, wird eigentlich alles hier gefräst. Egal ob Ventildeckel, Brücke, Block und so weiter. Und links von dir stehen auch schon die beiden, die dafür zuständig sind. Tim, hallo. Hallo. Und Gees, die machen das hier alles. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil hier gibt es eigentlich so viel zu zeigen, obwohl wir noch gar nicht durchgelaufen sind. Ja. Das, mal gucken, wie wir das heute so aufbauen. Wir fangen mal mit deinem Auto an, S2 Avant. Ja. Leistung? 1377 PS. Und ja, so 1200, also das ist am Kurbelwelle, 1200 am Rad. 1377 PS, eigentlich schon der Wahnsinn, wo man so gelandet ist, ne? Dass das so vollkommen normal ist halt, ne? Ja. Ja. Eigentlich, ja, aber das haben wir am Anfang nicht so erwartet, sozusagen, aber... Allererste Frage, das, was wir hier heute alles sehen, ist das alles aus diesem Tuning-Hobby entstanden oder ist aus dieser Maschinenthematik dann das Hobby entstanden? Ja, beides eigentlich. Zeitgleich beides? Ja, ja, sozusagen. Ich bin, ja, wie heißt das, ein bisschen seit 25 Jahren hier in die Firma, so seit 11 oder so. Mhm. Und ja, ich liebe Autos, das Thema, und ja, 5-Zylinder sozusagen, und eigentlich, ja. Muss 5-Zylinder. Ja. So, jetzt ist aber mittlerweile so, dass das schon ziemlich professionell ist. Ja, eigentlich ja. Also viel mehr geht eigentlich auch bald dann nicht mehr so, ne? Ja. Würde ich mal so behaupten, vorsichtig, ohne dass ihr jetzt schon zu viel wisst. Du meinst leistungsweise? Ja, oder? Auch so technisch, Teile. So, weil es ist ja wirklich fast alles hier von euch gefertigt. Wir, eben gerade haben wir kurz was gegessen und ich habe mir schon überlegt, gibt es ein Teil am Motor, was ihr theoretisch nicht fertigen könntet? Ventilfedern wahrscheinlich. Sowas in der Richtung, ne? Ja, okay, ja. Aber theoretisch egal, ob es Block, Kurbelwelle, Pleu, Kolben. Zylinderköpfe machen wir schon. Zylinderköpfe, ja. Ventildeckel, Ansaugbrücken, eigentlich alles. Nur den für den 5-Zylinder jetzt noch nicht, ne? Den Zylinderkopf. Nee, aber. Der fehlt noch. Ja. Kommt noch. Wird kommen. Aber ihr habt echt schon mal aus dem Vollen den Zylinderkopf gefräst? Vielleicht mit ein bisschen. Wie heißt das? Dass wir etwas komprimieren machen müssen, aber geht. Krass. Okay. Vielleicht auch zum Beispiel zwei Teilen oder so, aber das ist. Wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr auf das Auto eingehen. 1377 PS, best Viertelmeile Auto. Nur zum Viertelmeile fahren. Ja. Bestzeit? 9,3, ne? 9,3 oder so etwas. Wir haben das Auto letztes Jahr auch auf der Late Night auch gesehen. Mhm. Was warst du da gefahren? Ja, das war eigentlich... Auch 9,3? 9,3 auf dem Late Night, aber das war eigentlich, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen entstanden und das ist immer hochgedreht und ja, da waren noch einzige kleine Dinge dazu und jetzt kommt dann die Leistung wirklich raus und dann wird das auch gefährlich werden. So, ich denke, leistungsweise kann ich... Einfach würde ich nicht sagen, weil wenn du einmal so in die Tiefe 9 bist, dann vorher du 8 fährst, dann brauchst du noch etwas. Aber ja, ich habe sehr viel Respekt vor meiner eigenen Waage sozusagen. gefräster Block, ja. Gefräste Ölwanne, Trockensumpf, einmal alles. Was für ein Kraftstoff fährst du? E100. E100, okay. Ja. Das heißt, das ist dann der, ich sag jetzt mal, der kleine Block, 2,2 Liter? Ja. Weil hier gibt es nämlich tatsächlich für ein Billet zwei verschiedene Blöcke. Mhm. Das ist aber noch der kleine, okay. Was ich bei dem Auto extrem geil finde, ich wollte es früher auch immer haben, 01E-Getriebe, aber mit diesem pneumatischen Shifter, ne? Ja. Ja, das ist von der Firma MMA. Hat ein bisschen gedauert, vor dass das gut lief, aber heute ist das eigentlich gut. Und wie das funktioniert. Das funktioniert, das schaltet auch gut und ja, wie gesagt, das... Das heißt, die eigentliche Schaltkulisse wird ersetzt durch diese Stellmotoren mit dem Seilzug? Und ja, macht das ist alles pneumatisch eigentlich. So, du hast eigentlich normalerweise diese Bewegung und horizontal und vertikal. Die werden eigentlich durch zwei Actuators übersetzt. Mhm. So, eine zieht vorne und hinten und eine zieht links. Diese Gang sozusagen. Aber das geht ziemlich schnell. Und dann gibt es dazu noch ein extra Steuergerät oder läuft das über das Motorsteuergerät? Nee, die Getriebe hat sein eigenes Steuergerät. Ja. Mhm.
Aber man zieht noch an den Pedals oder schaltet selber? Letztes Mal haben wir versucht, dass der selber schaltet. Und das kriegen wir auch gut. Dann fahren wir auch so, das ist noch ein bisschen rumspielen damit, aber das geht. Das heißt, im Getriebe ist auch ein Dockradsatz drin? Ja. Der ist auch von euch? Also Getriebeteile könnt ihr theoretisch aber auch bauen? Würde auch gehen, ja, Zahnräder? Machen wir aber jetzt selber noch nicht. Die sind so gut verfügbar noch, dass das bis heute noch nicht... Also ich freue mich drauf, wenn wir hier gleich so durchlaufen und du sagst, auf der Maschine machen wir das, hier machen wir das, hier machen wir dies und jedes. Oh ja. Nee. Einmal alles. Pass auf, wir gehen mal rüber, dann können wir uns das ein bisschen besser angucken. Also wenn man um die Ecke kommt, muss man wirklich sagen, das ist schon leicht deprimierend, weil es ist halt wirklich einfach alles gefräst, ne? Ja. Gefräst, 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 gefräst. Selbst die Buchsen selber hergestellt, Bolzen selber hergestellt, Antriebswellen selber hergestellt, Flansche selber hergestellt, Radnamen selber hergestellt, Differential selber hergestellt. Also wirklich einmal alles, was man so bauen kann hier, ne? Ja, wie gesagt, ein bisschen entstanden aus Hobby und geht weiter, ne? So ein Billet-Block, das ist einfach immer, weiß nicht, wenn man selber keinen hat, ist es einfach immer so ein Traum. Ist irgendwie so. Du würdest da drauf gucken und würdest sagen, ist halt ein gefräster Klotz so? Nee. Das ist für mich dann, ich bin da jetzt so 8 Jahre mit her, so. Aber noch immer, wenn wir einer fertigen oder einer zum Kunde geht, dann finde ich noch immer schwierig. Wollte ich eigentlich allen selbst behalten, aber das geht auch nicht. Wir haben noch einzige rumliegen hier. So. Deswegen hat er dann ja auch irgendwann den größeren gemacht. Stage 2 gemacht, ne? Ja. Allererste Frage. Ich glaube, die wirklich jeder, der anfängt, so sich Gedanken über so einen Billet-Block zu machen. Wie viele Blöcke hast du gebraucht, bis es funktioniert hat? Ganz ehrlich, die ersten laufen noch immer. Gleich der allererste, der aus der Maschine gefallen ist, war gleich so, dass nicht irgendwie irgendein Versatz drin war, irgendwas nicht funktioniert hat, eine Gewinde gefehlt hat. Nee. Krass. Wir haben einzige kleine Dinge noch optimiert, sozusagen, aber nicht viele. Mhm. Mhm. Nee. Wie habt ihr das in dem Fall gemacht? Komplett gescannt oder auch die einzelnen Ebenen nur gescannt und dann den Block konstruiert? Von dieser haben wir ein bisschen Scan-Datei gehabt, von hier außen sozusagen. Aber das war nur, wie heißt das, Überfläche. So, das, eigentlich haben wir alles dann wieder auf neu gezeichnet. Eigentlich mache ich das alles so mit den anderen Teilen braucht man eigentlich auch nicht scannen sozusagen. Aber so ungefähr. Ich muss mal einmal. Aber doch noch gut schwer, ne? Dafür, dass man immer so denkt, Alu leicht und so. Er wiegt aber die Hälfte wie vom Gussblock. Echt? Ja, 20 Kilo weniger ungefähr. Okay, krass. So 54 um 33. Wie lange fräst die Maschine drin? Boah, ein guter jetzt 40, 50 Stunden so ein bisschen. Aber das heißt ja, es muss ja mit dem allerersten Block gleich festgestanden haben, dass die Konstruktion am Ende so aussehen soll. Wie die Buchsen da drin sein sollen, mit dem Wassermantel. Ja. Das haben wir am ersten, da habe ich nichts angeändert eigentlich. Das war schon immer gleich so gedacht. Mhm. Krass. Und Schwierigkeiten? Welche Probleme gab es so? Gar keine. Ja, eigentlich nicht so viele. Nee. Wenn man es kann, dann kann man es halt. Ja. Dann funktioniert das. Ja. Der ist jetzt aber theoretisch Plug and Play, passt alles original. Also du kannst alles ranschrauben wie original, kannst wirklich original nehmen, den rein, fertig. Ja, bis auf die Kurbelgehäuse und Lüftung. Die haben wir zu, die ist an die andere Seite. Hier an der anderen Seite hat er unten eigentlich die Kurbelgehäuselüftung. Die ist hier nicht da, weil wir oben durch den Kopf oder durch den Ventildeckel dann halt doppelt entlüften. Ne? Mhm. Oder durchs Trockensumpf hat man im Behälter ja den Ölabscheider die Entlüftung noch mit drin. Mhm. Ab wie viel PS bei dem Fünfzylinder braucht man so einen Block? Schwierig zu sagen eigentlich. Also ohne Versteifungsplatte beim 2,2 Liter so ab 750. Echt, so früh geht das dann schon los? Dann fangen die an, schwingt die Kurbelwelle so doll und bricht unten der Lagerbock, der originale. Dieser ist ziemlich dick, aber die vom, ich glaube, der letzte und der vorletzte, die sind noch dünner und dann brechen die hier einfach durch. Habe ich jetzt selber schon 3-mal gehabt. Das war ohne Versteifungsplatte. Und jetzt fahre ich mit Platte immer noch auch einen Gussblock in meinem S2. Aber das ist halt auch nichts auf Dauer. Weil ich weiß noch, so vor 10 Jahren haben die Leute ja diese 5-Zylinder immer so gelobt. Von wegen, kannst du übelst Leistung rausholen, kein Problem und so weiter. Ja, aber wir haben öfter schon welche kaputt gehabt. Selbst Matthias hier von Jemo Motorsport, der das gehabt, da sind die sogar die ganze Buchse hochgerissen, bis zum Kopf hin. Krass. Ja. Und
Maximalleistung, die bisher einer mit dem Block fährt? Ja, also mit dem Billet? Wir beide, die 2,2 Liter. Mit 2,2 Liter, so um die 1400. Und ja, mit den neuen Generationen haben wir schon eine Kunde in Schweden, die ja, ist irgendwo, denke ich, in die Nähe von 2000. Mhm. Krass. Der ist jetzt, ich drehe mal ein bisschen hier drauf, der ist jetzt so gedacht, dass der komplett ohne Wasser läuft. Da ist gar keine Kühlung mehr, das ist wirklich reiner Aluklotz. Ja, aber diese ist dann auch noch nicht ganz gefertigt. Diese, hier ist beides möglich. Mhm. Die in Schweden fährt jetzt voll auf Methanol. Hat doch noch ein kleines bisschen Wasser dadurch, weil die mit Originalkopf doch noch ein bisschen Wasser braucht. Ah. Es ist alles möglich. Das heißt, das Wasser fließt dann aber nur durch den Kopf oder auch durch den Block? Wir haben das doch noch so ein klein bisschen durch Block gemacht, aber nur mit Dash 10 Leitung. Und du sagst, der Kopf braucht das. Wenn du jetzt einen Kopf fräsen würdest, meinst du, kriegst du das hin, dass er gar kein Wasser mehr braucht? Nee, weil dann sind die Kanäle alle zu. Mhm. Dann hast du voll Material und mit Methanol, das kühlt so heftig. ja. Krass. Aber das ist dann auch nur geeignet für vierte Meile sozusagen, weil es bringt nichts, dass auf Straße zu fahren. Aber ist es so für euch wirklich immer noch bis heute so, muss 5-Zylinder sein? Nö. Ist egal. Nee, egal, nee. Wir sind auch, ich darf das gar nicht sagen, aber wir zum Beispiel, wir haben jetzt auch S14 Motor von BMW, weil die sind auch immer schwerer verfügbar. Da ist alles für fertig, würden wir bald mit anfangen. Auch ein Billet? Komplette? Ja. Das will ich mir gar nicht sagen. Hm? Ein Kumpel von mir will gerade so ein E36 Rennmotor bauen. Mhm. Und das ist ja auch dieser S14-Motor, der da theoretisch rein soll. Ja. Deswegen, ja. Nee, ja, so, wir bekommen Fragen und wann von Kunden und wann das dann, ja, thematisch, wann das lohnt sozusagen. Ja, ja. Dann, ja, am ersten paar würden doch nicht lohnen, aber muss auch ein bisschen Spaß machen. Das heißt, die Buchsen kommen ja auch rein am Ende? Ja, aber die sind noch nicht, weil das Block noch nicht gefertigt ist. Das ist so. Am Außenrohr ist fertig gefräst, aber die, ja, da können wir noch alles reinmachen. Ja, ja. Ja, aber die gehen so rein, ja. Mhm. Und wenn der jetzt aber komplett ohne Wasserkühlung wäre, lässt man dann trotzdem in der Mitte diesen Mantel, wo theoretisch... Nee, dann können wir theoretisch auch viel dünnere Buchsen fahren, sozusagen. Das heißt, man würde da keine Luft zwischen machen, sondern wirklich Material auf Material? Ja, genau. Muss direkt drauf, ne? Ja. Das heißt, das sind Buchsen, die eher hier so reinkommen? Ja. Da ist ja so ein bisschen das Problem... Muss man hier reinfilmen von oben, René? Dass ich hätte bei so Buchsen immer Angst, dass dieser Kragen hier wegbricht. Dass die Buchsen sich so runterdrücken, dass der Kragen da halt nach unten weggedrückt wird. Aber das ist natürlich so krass massiv hier ausgelegt bei euch alles. Mhm. Das ist ja wirklich, was sind das, 8 bis 10 mm Kragen, die da unten so stehen, wo diese Buchse drauf? Ja. Das ist schon wirklich. Nee, aber die drückst du nicht runter. Das ist auch unterschiedlich, das ist auch, wenn man so Gussmaterial hat und speziell mit das ältere Guss sozusagen. Jetzt mit das Material, was wir heute nutzen, das ist auch, die Zugfestigkeit ist ein bisschen höher wie so gegossene Block. Okay, das heißt, es geht gar nicht unbedingt fräsen und umkonstruieren, sondern auch das Material ist definitiv besser. Ja, zum Beispiel, es gab von Audi früher auch den Aluminiummotoren. Ja. Und ja, die sind so. Gab es den 15 auch in Alu? Ja, die sind nicht viele, aber die haben dann auch angefangen, zum Beispiel mit Sport Quattro, angefangen auszuliefern mit Alu-Motor. Aber die sind alle zurückgegangen. Und getestet haben sie den, glaube ich, im 200er, ne? Ja, keine Ahnung. Glaube ich, in ein paar Modellen 200er haben sie die getestet. Ja. Und verschiedene Ur-Quattros haben die auch gehabt. Aber die sind alle wieder zurückgerufen und umgebaut auf Stahlmotor. Ja. Ich kann immer nur wieder sagen, wenn man auf so einen Block guckt, ist irgendwie so ein. Kann man sich so 1:1 als Couchtisch auch zu Hause irgendwie hinstellen, ne? Glasplatte drauf, fertig. Ja. Kannst du machen. Kannst den ganzen Tag immer wieder drauf. Wir haben eine so verarscht mit Fräsen hier, dass die ist irgendwo, aber die ist zu einem Kunde gegangen, die hat schon, ich denke, 7 oder 8 diese Motoren gekauft. Ich habe gesagt, dann hast du etwas zum Aufstellen. Und die hat das wirklich so gemacht mit so einer Glasplatte drauf. Finde ich auch voll geil. So, eigentlich denke ich, ich nehme so eine mit zu Hause, in der Garage steht auch geil. Wie viel, letzte Frage, Stunden Entwicklung sind da ungefähr reingegangen? Ach. Weil wenn ich mir überlege, jede einzelne Bohrung, die hier irgendwo durchläuft, für Öl, Wasser und so weiter, das muss ich ja schon alles überlegt haben. Mhm. Ja, das war auch, ja genau. Boy.
ganz ehrlich, bin ich da schon mit in meinem Studium mit angefangen, mhm. weil ja, ich finde das geil und ich denke, irgendwo in meinem Leben mache ich das. Was halt bei euch cool ist, ist so dieses Gesamtpaket. Ich meine, ihr habt ja schon diese Trockensumpf gesehen gehabt, die wir jetzt bei der Limo ranbauen. Das ist hier definitiv nochmal viel, viel geiler, weil hier wurde das Ganze so gelöst. Ihr macht den Originalflansch vom Motor vorne ab, den Dichtflansch. Hier kommt diese Platte ran und in dieser Platte läuft der Zahnriemen, um die Ölpumpe anzutreiben. Ja, genau. Und da kommt eine Abdeckung rüber. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein komplett geschlossenes System. Es kann nichts rein, ja, bis, kaputt gehen. Bis auf hier die Ecke, wo der Schwingungsdämpfer selber läuft und der originale Zahnriemen hochgeht. Ja. Da ist ein bisschen Luft zwischen, aber nicht erwähnenswert. Auf der Rückseite, wenn du da guckst, ist hier die Trockensumpfpumpe noch geführt und beim Festziehen klemmt die sich hier rein in die Führung, mhm. dass die halt nicht mehr verrutschen kann. Außerdem ist hier jetzt eine Fräsung drin als Dichtung. Und hier oben greift man den originalen Ölkanal ab, der direkt zum Ölfilter geht. Also zum Ölfiltergehäuse original. Naja, also muss ich schon wirklich sagen, also das ist schon wirklich krasses Know-how und Engineering in alle Richtungen. Ja, und es passt nicht nur auf einen Billet-Motor, aber geht auch auf Original. Genau. Auf Original, ja. Ja, ja, ja. ja. Da der ja so gut wie 1:1 ist zum Originalen, ist das kein Problem, die Sachen auch an den Gussblock anzuschrauben. Weil das fühlt sich wirklich... Also genau, man muss halt nur auf der Kurbelwelle den Stern für den Mitnehmer für die Ölpumpe abmachen, ja. weil man den halt nicht mehr braucht. Und die Fünfzylinder haben eh die Probleme, dass dieser Stern öfter mal mitdreht, wenn er nicht verschweißt mhm. ist, weil er nur mhm. aufgestrumpft ist. Deswegen gehen viele bei und lassen den Laser schweißen. Ah, und dann kein Vortrieb an der Pumpe mehr, gleich keine genau. gleich alles kaputt. Marco Degen hat das öfter gehabt. wie gesagt, und wenn er natürlich festgeschweißt ist, ist es schwer, den Stern da wieder runterzukriegen. Flex. Ja. Hammer. Ja. Nee, das aber sieht ansonsten wirklich, passt das 1:1. Das ja. sieht schon wirklich, wirklich krass aus. Vor allen Dingen, es ist halt wirklich grenzenlos bei euch, ne? Da werden dann halt auch noch schnell die Räder passend dazu gemacht. Ja. Genau. Das ist auch alles gefräst? Ja. Und hier auf der Seite... Ja, auch ein bisschen gedreht hier, aber... Ja, ja, klar. Und auf der Seite kommt quasi eine Klemmvorrichtung rauf. Das beim Festziehen drückt sich das zusammen und klemmt auf der Welle von der Trockensumpfpumpe. Ah. Das heißt, man löst dann einfach die Schrauben, tickert das Rad leicht zurück und kann es wieder abnehmen. Krass. Krass. Ja, ja. Und dann werden halt noch andere Sachen hier gemacht, wie Flansche. Ja. Einspritzgalerie. Mal schnell aus dem Folien gefräst. ja, genau. Es wird immer krasser. Kurbelwelle? Ja. Macht ihr auch? Ja. Das heißt, das war einfach mal ein Stück Rundstahl hier so mit 200 mm oder so? Ja, 160 mm oder so. Aber ja, voll. Und dann wird das wirklich gedreht und gefräst gleichzeitig? Nee, dieses zum Beispiel wird meistens auf unsere neue 5-Achse gefräst. Aber dann den Hauptlager so hier, das wird noch wieder nachgedreht alles, mhm. dass das mhm. in Linie ist. Mhm. Aber hier so die Akzente werden gefräst. Ja, so hier auch das hier alles. Weil das so auch so krass glatt ja. und ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ich finde da nicht mal ein Wort für, aber es sieht aus, als wenn es mal ein Gussteil so war. Ja, ja, nee, aber wir versuchen das immer so zu machen, dass dann, ja, dass da, weißt du, wenn du einen scharfen Übergang hättest, dann ist das auch wieder ein Brechpunkt sozusagen. Mhm. So, ich versuche alles zu radiusen und alles so glatt wie möglich eigentlich zu finishen auf Maschine. Mhm. Und ich hasse wirklich, dass man da dann noch hinterher mit einem Polierding über. Das ist nur vom Herden, dass das ein bisschen. Aber ich finde, die sieht übelst krass gut aus, die Welle. Ich habe ja auch schon viele Wellen gesehen, aber die sind wirklich... Und die gibt es halt in verschiedenen Maßen. Ne? Original 86,4, dann 92,8 als Südafrika-Welle und 95,5er. Das heißt einmal alles... Das ist alles dann quasi 2,2 Liter, 2,4 oder 2,5. Erinnert mich vom Farbton her auch ein bisschen. Im Porsche-Museum liegt eine Titankurbelwelle. Okay. Da liegt eine Titankurbelwelle, die haben irgendwann mal Titankurbelwelle gemacht. Mhm. Und die sieht von der Farbe auch so ein bisschen aus. Hat auch so eine leichte so ein Titanschimmer. Krass. Das heißt, die geht auch nicht kaputt. Die könnte auch mit 1500 fahren ohne Probleme. Ganz ehrlich, da haben wir auch noch eine andere Version vor, weil diese ist auch wirklich leichter wie original. Diese gehen unbedingt gut bis 1200. Aber zum Beispiel, es gibt auch schwedische Kunden, die machen immer scheißgroße Precision-Lader drauf ja. und die machen alles, was geht. Und dann braucht man auch etwas anderes. Da haben wir auch ein zum Beispiel diese wiegt auch
zwei Kilo mindestens weniger wie original. Mhm. So, die ist ja hier zum Beispiel auch dünner. Mhm. Was wir dann haben, ist eine, die wiegt ungefähr so viel wie original, aber dann ist das auch ein Modell, das heißt alles, was geht, ja, bis heute sozusagen. Aber die, so eine Welle kommt auch alles aus deinem Kopf raus, das hast du dir auch alles überlegt, mit wie sie gefertigt wird und so weiter. Ja. Boah, weil das sind ja mittlerweile so ein paar Teile und es wird ja noch viel, viel mehr geben, was hier alles so rumliegt. Ja, ne? Jo. Ach ja. Das ist krass. Ja, nur fünf Zylinder und hier. Ja, wir haben auch noch viel mehr Teile, aber leider wegen... Der Tisch war schon voll. Ja, nee, aber wenn wir etwas machen, dann ist das auch schon schnell wieder weg. Ja, klar. Sodass wir das eigentlich gar nicht angefertigt kriegen. Was macht ihr in der Firma hier eigentlich? Das ist ja nicht euer Hauptberuf eigentlich, sondern das Hauptthema ist einfach im Kundenauftrag Sachen herstellen, fräsen, drehen, fräsen. Genau. Volles Programm. Und schweißen, ja. Können wir zu den Teilen so ein paar Preise sagen? Ja. Schwierig. Ich, weil ganz ehrlich, wie gesagt, ich handle auf, mache nur eigentlich durch Wiederverkaufe. Und ja, wir haben so einen Ungefährpreis, was die dann. Reicht ja nur, weil ich persönlich finde, dass es nicht teuer ist für die Arbeit. Also der Motorblock, der liegt irgendwo bei eben über 10.000 inklusive Steuer. Ist dann aber Einbau fertig mit Lagergasse gemacht und mit Buchsen gemacht. Ja. Dass man direkt einbauen kann. Bis nur auf Bohren und hohen auf Kolbenmaß. Okay. Meistens, wenn ich wisse, was für Kolbenmaß die Endkunde fährst, bohren wir das schon, dann dürfen die nur noch hohen. Ja. Nicht planen oder so etwas, nur hohen. Weil im Internet geistern ja auch gerne mal so Preise rum, dass irgendwie so ein Billetblock 30, 40, 50.000 Euro und so weiter kostet. Dann kriegst du drei. Gibt es diesen, ich sag jetzt mal vorsichtig, S2 oder RS2 Block noch neu bei Audi zu kaufen? Gibt's schon irgendwie? Nein. Tim Dürsen, der hat die letzten RS2 Blöcke, ich glaube 4 oder 5 Stück, hat er original noch im Karton bekommen. Und irgendwo aufgekauft. Selbst die werden ja schon ein paar tausend Euro schon immer gekostet. Ja. Deswegen. Also ich sag mal, ein 5-Zylinder, ich sag mal ABY oder AAN Motor, im schlechten Zustand komplett irgendwo zwischen 4 und 5.500. Mhm. Dann haben die 250, 300.000 gelaufen. Der Zylinderkopf ist meistens eh gerissen und kaputt. Also bleibt übertrieben gesagt bald der Block. Ja, ich sag mal, wenn man dann eh ein Auto neu aufbaut, bevor man 5.500 dafür Mist ausgibt, deswegen, kann man überlegen, ob man ein bisschen mehr ausgibt und was hat, was halt immer funktioniert. Wo liegt so eine Kurbelwelle preislich? Boah, das weiß ich so gar nicht. Ja. So grob? 3,5 oder so plus Steuer irgendwie? Nö. Ich weiß nicht ganz genau. Deswegen ist es schwierig, aber ich denke so am Endeffekt irgendwo 4,5 oder so. Mhm. Okay. Also ist schon ein aufwendiges Teil, die zu machen, bis die wirklich so ist. Ja. Ja. Gibt auch noch nach, wie heißt das, ja, so mit Härten, Extern und andere Sachen dazu. Letzter Punkt, Trockensumpf, das ganze Kit. Ja. Kann man auch komplett kaufen. Also wirklich rundum sorglos. Ja. Vorne, das ist die ganze Ölwanne, mehr kommt nicht runter. Genau, hier kommt nur noch ein Schwallblech rein und hier kommen Siebe rein, die, wenn man die Dashfittinge rausschraubt, einfach rausziehen kann, auswaschen kann und wieder reinstecken, Dashfitting rein. Wie gesagt, hier ist ein Schwallblech, das ist quasi offen und das Öl kann da direkt wieder zu den Anschlüssen runterlaufen. Eigentlich auch der Traum für jeden, der so einen 5-Zylinder-Motor gerne in irgendein anderes Auto reinstecken würde, ne? Viele haben Ärger mit der Achse, ne? Ja, genau, weil es ist ja wirklich kaum, übertrieben gesagt, kannst du den Block ja auf die Straße stellen damit, ne? Ja. Und dann kommt noch dazu die Platte, die Ölpumpe. Ja. Genau, und die Blockversteifungsplatte gibt es auch noch passend fürs Trockensumpf. Egal, ob für den Billet-Motor oder für den Gussmotor, es passt bei beiden. Wo liegt so ein Trockensumpf-Kit preislich? Das ist immer, das kommt auf Materialpreise drauf an. Geht hier nicht auf 100 Euro am Ende, nur so ungefähr. Irgendwo auch Mitte 4. Mhm. Finde ich jetzt aber auch nicht so viel, weil wenn man sich überlegt... Es ist nur der Behälter halt nicht dabei, den muss man dann selber besorgen, weil das ist eh je nach Größe, je nach Auto, wie viel Platz man hat. Weil es gibt ja ganz viele Autos, ich weiß jetzt nicht, wie es beim 5-Zylinder ist, aber beim RS4 und so gibt es Autos, wo die originale Ölpumpe schon schnell mal über 1.000 Euro kostet. Wenn er eine neu kaufen würde. 5-Zylinder kostet 350 oder 380 irgendwo. Okay, da geht das so. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall mega Arbeit. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen gucken, was uns noch so alles erwartet. Das ist doch mal eine Maschinenhalle hier, würde ich sagen. Wie viele Leute arbeiten in Summe? Insgesamt, ja, nicht nur hier, aber
hier 6 Leute, aber wir haben insgesamt 17 Mitarbeiter. Welches ist deine Lieblingsmaschine? Oh, eigentlich mehrere. Ja, wenn du nur eine haben dürftest? Wenn ich nur eine, dann wird das doch meine erste 5-Achse sein. Das ist auch eine holländische Maschine. Das ist wirklich komisch. So, die Hersteller ist holländisch. Aber das Ding ist mega. Genau ich und noch... Ist diese ganze Thematik, alles, was so mit Maschinen zu tun hat, gibt es das viel bei euch hier in Holland? Du meinst solche Betriebe? Generell, genau. Ja, gibt doch einzige. Hier in die Regio auch, ja. Krass. Gar nicht gedacht, auch dass es Maschinen aus Holland gibt, wusste ich auch. Ja, so Maschinenbau und so sozusagen, weil im Anfang machen wir das eigentlich so in Basis. Mhm. Ja, so hier haben wir zum Thema Maschinen verschiedene Drehmaschinen. Mhm. Und mehrachsige Drehmaschinen mit Dreh- und Fräsmöglichkeiten. Mhm. So. Ja. Wir haben nicht viel Zeit aufzuräumen, so deswegen, wir müssen arbeiten. Hier soll gearbeitet werden. Hier sehen wir auf jeden Fall gleich, dass diese Trockensumpf-Thematik scheinbar wirklich eine echte Thematik beim Fünfzylinder ist. Ja. Weil 1, 2, 3, 4, 5 liegen noch verschiedene. Ja, wir haben noch ein paar mehr. Und da auch noch. Ja. Es ist echt gängig, dass diese 15er Leute noch so durchdrehen immer. Ja. Und also nicht nur jetzt Deutschland, aber ich sag mal Schweden und so ist auch viel vertreten. Ich stelle mir dann immer eine Frage, fahren diese ganzen Autos auch? Oder sind das alles so Schrauber und Tuner, die sich halt aus dem geilsten Zeug Autos zusammenbauen Die fahren und dann halt einfach glücklich jeden Tag drauf gucken? Ganz viele in Holland hier auch mit S1, ne? Ja, aber ja, die bauen die hier sozusagen. Die gehen auch. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so ein Fünfzylinder ausmacht, dass diese Autos tatsächlich alle noch fahren. Auf diesen ganzen alten Veranstaltungen auch mal so. Das glaube ich, viele Autos sonst so nicht haben. Mhm. Dass die noch so viel gefahren sind. Ja, der ist gut vertreten. Das ist. Aber das ist auch mal hier ein Tisch, ne? Ja, die hat 3 Meter Fahrwerk. 3 Meter? Ja. Ja, da machen wir dann zum. Ja, hier machen wir normalerweise auch Kurbelwelle sozusagen. Mhm. Dann haben wir noch. Das ist so in Basis eine 5-Achs-Maschine. Wir haben dann noch eine extra Achse dazu, die wir auch horizontal nutzen können. Mhm. So, oder in zweimal, so wie das heißt, in C-Achse oder A-Achse. Weil den Kopf hier kann drehen, so, dann können wir eigentlich bis auf den Hauptlager, die können wir auch fräsen. Aber das ist auch schöner, wann das gedreht ist. Also das machen wir im Endeffekt auch. Aber den Bohrungen, alles, den Ölbohrungen, alles kommt hier einmal eigentlich raus. Das Einzige ist, dass wir das Thema, das habe ich mir gekauft, so einen Ofen, dass wir das glühen können, so spannungsarm. Wenn die dann fertig ist, komplett am Ende? Ja, auch zwischendurch. Ah, zwischendurch auch schon? Ja, ja, ja. Und wie ist das mit Wuchten am Ende? Ja, das ist etwas, das können wir versorgen, mache ich nicht selber, das beim Motorbauer, aber das ist auch so kundenspezifisch. Mhm. Ja, klar, wegen Gewichten ja, und so weiter. Welche Kolben die nutzen oder... Welches Schwungrad und Pleuel. Ja. Welche Lager. Ja, aber 3 Meter ist auf jeden Fall schon mal... Ja, das ist ja... Sportlich. Auf welcher Maschine macht ihr so Antriebswellen? Diese... Das heißt, die komplette Verzahnung von Antriebszelle wird komplett gefräst? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, die wird irgendwie gestochen oder so. Das kann auch, da haben wir auch aktive, aber das lohnt sich nicht so zu machen hier. Mhm. Das heißt eine Nutzdose hier, können wir auch Verzahnung mit machen, machen wir bei sehr kleinen Zahnrädern. Aber zum Beispiel mit diese Dinge lehnen sich eigentlich super zum Fräsen. So. Das heißt, man könnte auch ein ganz normales Zahnrad, wie es im Getriebe läuft, auch komplett einfach nur fräsen. Ja, geht. Das würde gehen, das würde auch funktionieren und halten so weiter. Aber dann würde ich das nicht wieder, ich sage immer, eine Drehmaschine, so wie diese, sind zum Drehen, aber auf 5-Achse machen wir das. Ja, geht. Muss dann wahrscheinlich auch passend gehärtet werden, Oberfläche noch geschliffen werden. Mhm. Und so, ne? Aber hier macht er nicht die Antriebswellen raus. Nee, das ist für einen Industriekunde. Den Autos machen wir auch. Wäre doch mal eine Antriebswelle. Ja. Wobei es sonst so von der Größe her und so fast wahrscheinlich hinkommen würde. Ja, oh ja. Guck, siehst du, man läuft an so einem Billetblock einfach schon dran vorbei.
weil das hier so komplett selbstverständlich ist. Wie viele Leute arbeiten an so einem Block, bis der fertig ist? Weil es sind ja schon ein paar verschiedene Schritte, oder? Ja, aber nee, ich denke, am meisten, die von Anfang bis fertig macht einer das sozusagen. Ah, doch einer, okay. Jo. Ja, wir haben dann noch den Hauptlager und das kann auf eine andere Maschine gefertigt werden. Das heißt, so ein Block ist dann so eine Wochenaufgabe heute, diese Woche mal wieder Billetblock machen. Ja, aber wir haben die Nacht auch. Ah, das hier, wie das Thema ist jetzt so, dass wir das auch am Nacht laufen lassen. Und mit den neuen großen Fünfachsen machen wir so 2-3 Blöcke gleichzeitig. Gleichzeitig? Jo. Ja, nicht gleich, aber zum Beispiel mit Rohrfräsen und da. Krass. Und dann die Buchsen halt auch noch? Ja. Ja, da kaufe ich sozusagen Rohrmaterial aus dem, zum Beispiel aus dem US. Mhm. Wo, ja, okay. Hersteller, die auch viel Laufbuchsen machen. Mhm. Und da sind einzige, die verkaufen mir doch das ja, Rohmaterial, so wirklich ein, ja, wie ein, wie heißt das? Wie ein Rohling, so richtig ja, dick. Genau. Und da können wir das dann alles ausfertigen. In England gibt es auch noch eine Firma, die so Rohlinge verkauft. Mhm. Ja, aber die würden nicht Rohlinge verkaufen, nur gefertigte Buchsen. Nee, auch Rohlinge. Oh, wirklich? Ja. Ja. Hab ich schon. Auch so super duktil und so weiter. Mhm. Und auch deutlich günstiger als Amerika. Ja. Vielleicht. Egal, machen wir später. Ja. Können wir noch drüber reden. Ja, zum Beispiel hier, das ist dann für den Offshore, heißt das so wassergekühlte, was heißt das? Krümmer, ne? Krümmer, ne? Ja. Ja, das ist im Bootsbereich. Ja. Das hat mir Chris, der Lackierer, mal erzählt. Das ist eine Riesenthematik, weil es halt einfach so heiß in diesen GFK-Dingern hinten wird, ja, dass man wohl wirklich halt den Abgasstrang so krass kühlen muss, dass man hier wirklich einen Kasten rumsetzt und das alles mit Wasser flutet. Ja. Wasser hat man ja immerhin genug. Wenn nicht, ist schlecht. Ja, zum Kühlen halt. Ne? Ja, 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 ja. Ja, so, hier haben wir noch einzige Fräsmaschine. Hallo. Hallo. Moin. Guten Abend. Ja. Ja, und hier hinten steht seine Lieblingsmaschine. Ja, hier haben wir noch, das sind dann meistens in Dreiachse. Oder hier ein bisschen größer auch. Billetblock Nummer 1, 2, 3. Also hier zum Beispiel, das ist eigentlich, hier machen wir auch Vorfräsen auf. Ja. Sodass wir eigentlich die, ja, Fünfachsmaschine nicht so viel belasten damit. Vorfräsen heißt wirklich die ersten Zentimeter an Material erstmal runterschrubben. Das geht auch mega schnell, ja, wenn du das, dann hat man auch, ja, viel super, Späne. Super Max. Ja, das ist super Max. Ja, das ist jetzt ein gutes Thema in Holland, ne? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, so. Aber krasses Ding, so. Ja, ist auch 2,6 Meter Fahrwerk. Mhm. Ja, und hier, ja, gibt es auch andere Produkte, die wir dann nehmen. Das ist dann auch aus dem vollen Frässtahl. Was ist das, so irgendwie so ein Roboterarm oder irgendwie so eine Halterung so? Ganz ehrlich, ich weiß, wir haben so viele Teile, dass ich weiß das. Interessiert einen dann irgendwann gar nicht mehr. Nee. So nach dem Motto, man sieht die Zeichnung, was ist es? Ja. Aber achso, und hier kriegst du auch mehrere Blöcke gleichzeitig dann drauf auf die Platte? Nein, diese machen wir nur ein. Ah, hier nur ein, okay. Ja. Aber diese Maschine ist so genau, zum Beispiel hier machen wir den Hauptbohrung, alles in einem Gang. So. Ah. Und die darf man auch eigentlich nie mehr nach etwas finishen oder so. Das heißt, es wird nur gebohrt fertig, muss gar nicht mehr gehohnt werden? Nee. Ich weiß noch, wie viele Videos wir beim Motorenbauer schon immer gemacht haben mit Bohren und Hohen von der Lagergasse, ne? Ja, oder eigentlich zack, von oben einmal durchbohren, fertig, ne? Ja, aber das ist auch dazu, wir haben das jetzt so viel gemacht und die Maschine ist so genau. Mhm. Das ist doch, ein Motorenbauer hat andere Maschinen sozusagen. Mhm. Dies ist quasi das Sieb, wovon ich erzählt habe. Mhm. Da steckst du dann hier passend rein. Das ist wie so eine Patrone ein bisschen, ne? Hier. Ja. Ist noch ein bisschen nachdrücken. Ja, krass. Und dann sieht man quasi, dass sie genau da reinflutscht. Ja, ja, das ist schon geil hochwertig alles. Ja. Muss ich schon sagen. Ah. Trockensumpf, einfach geil. Was denkt ihr so, wo diese 15er-Thematik noch hingeht? Gute Frage, aber die ersten haben ja schon knapp 2000 PS vorgelegt. Also ich denke, so Mitte 2 wird auf jeden Fall möglich. Wenn Tola groß genug wird? Ja. Oder 2. Ach ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Thematik, dass das Getriebe, was hinterkommt, dass das noch so,
Weißt du, wenn man da erstmal Getriebe hat, was das perfekt umsetzt, klar, dann geht das mit der Leistung wieder ratzfatz nach oben. Aber das ist im 01E-Bereich sehr, sehr schwierig. Weil das Gehäuse mit Originalgetriebe geht das gar nicht. Nein, aber auch das Gehäuse ist zu klein, um eine Schaltwalze einzubauen. Ja. Das ist schwer. Ja, aber mit Originalgehäuse, egal ob man Schaltwalze, du musst dann Traktorverzahnungen reinmachen, weil das geht nicht. Und dann bricht das Gehäuse noch immer. So, genau so, da muss dann ein vernünftiges etwas, es gibt verschiedene... Klick nach Billet 01E jetzt. Ja, vielleicht. Ach ja. Schon mal Gedanken darüber gemacht, echt? Ja. Ich würde nicht so viel darüber sagen, weil ich mache jeden Tag Gedenken über solche Sachen. Aber weißt du, wenn man etwas ausspricht, dann erwarten Leute auch wieder so etwas. Wir haben jetzt Mitte Februar, das heißt, wie? Nächstes Jahr oder so. Nee, aber... Da brauchen wir noch mehr Spiegel unterm Auto, wenn man dann nicht nur das Diff sieht, sondern auch das Getriebe sieht, wenn es gefräst ist. Ne? Dann stellst du den nicht mehr auf Räder, sondern auf Böcke. Ja. Man hat ja bei dem Getriebe das Mittelteil, wo die Lager drin sind, ist ja immer ein Stahlguss. Mhm. Würdest du das auch in Alu machen oder meinst du, da sind so krass die Kräfte drauf? Aber eigentlich muss das ja auch in Alu gehen. Nee, das geht. Muss auch in Alu gehen. Ja, das geht auf jeden Fall. Wenn du das mit das Wichtigste denkst beim Getriebe, auch beim Original, dass die Abstand, wo die Lager dann sind, dass das zu groß ist. Man muss das vielleicht, wenn du das dann doch ganz neu machst, mehrere Lagerungen drin machen und dann ist das eigentlich schon stärker. Krass. Das ist auch, was die manchmal machen bei dem Drag-Race-Getriebe. Da sieht man da irgendwo noch so ein zusätzliches Lager. Ja. Das heißt, wenn du ganz viel Zeit und Langeweile hättest, könntest du hier aber komplett eigentlich alles bauen von dem Getriebe. Egal, ob es Eingangswelle ist, Zahnräder ist, Gehäuse. Ja, im Endeffekt ja. Aber dann fehlt mir jetzt noch die Zeit. Wie immer. Ja, die wird bestimmt noch kommen. Ach ja, hoffentlich. Das heißt, das wäre deine Lieblingsmaschine, wenn du nur eine hättest? Jo. Ja. Cool. Ja, cool. Und nebenan ist noch ein bisschen Lager und so weiter. Nö, da haben wir auch noch eine Schweißabteilung. Ah, okay, da müssen wir noch rüber gucken. Und einmal schnell rüberlaufen. Da stehen auch, ja, hier ist Lager im Mitten. So, da haben wir noch ein bisschen Stahl da. Oh, das geht auch. Normalerweise. So, da haben wir Stahlplatten, Edelstahl, ja. Alles da. Ja. Man kann viel machen. Ah. Okay, also das ist eure Schweiß-, Metallbau. Ja. Ja, hier machen wir zum Beispiel alles. So, hier sieht man wieder den Krümmer von innen. Machen wir auch sehr viele. Ach so, okay, das ist komplett. Ich dachte nur, ihr verbaut nur die Verschalung, ihr baut den ganzen Krümmer. Ja? Ja. Alles. Das heißt, hier kommt wirklich nochmal eine ganze Hülle drum, wo dann später das Wasser durchfließt. Ja. Aber das ist auch so, weil das hier so nach T4-Flansche aussieht für den Tuning-Bereich? Also. Nee, ja, aber dann für. Na, das ist noch ein bisschen größer wie T4, aber das sind die Industriemotoren oder wie heißt das? Ah, okay. Also schon so Notstromaggregat auf große Schiffe und solche so. Ja. Ja, und hier gibt es alles vom Betonarbeiten. Ja, egal was eigentlich. Egal welche Maschine man braucht. Ja, Maschinenbau, eigentlich insgesamt. Alles am Start. Ja. Ja, ich würde sagen, das waren die ersten Einblicke hier einmal in die Fertigung. Vielen, vielen Dank, dass wir das sehen durften. Extrem interessant, extrem geile Technik. Also wirklich findet man selten, dass wirklich jemand noch so viel baut. Also, weißt du, es gibt manche, die bauen halt nur einen Block. Ja. Oder die machen halt nur Turbolader oder machen nur Kurbelwellen. Aber du machst da wirklich alles querbeet. Ja, ich muss sagen, Turbolader ist... Machen wir eigentlich auch hier für Mitsubishi Turbolader, aber das ist nur Ändern von Kompressorkoffer oder Turbinegehäuse. Oder wir haben eigentlich einzige Prototypen Billet Cartridges gemacht, außen vorn, aber das ist nicht meine, weißt du, die Dinge sind so gut verfügbar und ich würde mich da muss ich wirklich viel Zeit haben. Und genau, ich wollte gerade sagen, und die Zeit war ja knapp. Ja. Ich würde dann auch eher das Getriebe bauen und den Turbolader. Ja, genau. Da bist du scharf drauf, ne? So. Nee, aber du hast recht. Nee, aber wir versuchen, weil, ja, das geht auch so, weil ich das wirklich, ja, ich lebe auch diese Dinge, finde das geil. Das Tuning, ja. Ja. Ich glaube auch, das ist der Punkt, der es am Ende ausmacht, dass es eben nicht so ist, dass es nicht so eine Auftragsarbeit ist, nach dem Motto, Kunde will unbedingt einen Billetblock haben, sondern weil du es halt selber einfach geil findest, feierst und so. Das ist dann das. Ja, ich glaube auch, dass man daher die Energie nimmt, wirklich so viele Teile zu bauen. Ja. So fängt das auch an mit einem Diff zum Beispiel. Mhm. Erstmal denken, ja, ich würde selber einen haben, aber dann machen wir das. Ja. Ja, dann stecken wir ein bisschen Zeit drin für das Design und alles. Und ich hoffe, ja, dass das funktioniert. So.
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sowas aus Deutschland bzw. Holland, dass es sowas noch gibt. Mhm. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und jetzt widmen wir uns dein Fahrzeug, wenn man es noch Fahrzeug nennen kann. Mhm. Da seht ihr ganz grob, worum es geht, aber das seht ihr im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.